heiße Wilhelmine Ullmann, bin geboren am 10.02.1940, bin 76 Jahre und wohne jetzt im Christophorus-Werk auf der Bonhoeffer Straße. Also ich wohne in dem Wohnpark mit Nachbarschaftsservice. Ich kenne das Christophorus-Werk, weil ich im Berner Breutschhaus 12 Jahre gearbeitet habe. Dann, als mein Mann starb, kam für mich die Frage, wie kannst du noch alles selber halten, und habe dann den Schritt gewagt. Die gewachsenen Freundschaften, die sind einfach da. Und wenn man jetzt neu irgendwo hinkommt, muss man gucken, was passt. Die anderen haben auch ihre Bekanntschaften schon geschlossen. Ist immer etwas schwierig, da reinzukommen. Ja, ich beschäftige mich jetzt so gerne mit dem, was ich früher nicht konnte. Ich höre gerne mal Musik. In der Kita, da lese ich vor den Kindern. Und zwar sind ja immer nur Kurzgeschichten, weil die Kinder können sich ja die kleinen 20 Minuten, Viertelstunde, die größeren doch schon eine halbe Stunde konzentrieren und zuhören. Und das ist immer ganz spannend. Man kann zwischendurch mal ein paar Fragen stellen, ob sie verstanden haben oder mitgehen. Finde ich sehr schön. Ich denke einfach, hier kann nichts passieren. Man kann ja nicht so sagen, dieses Gefühl, wenn man jetzt alleine im Haus ist und draußen ist, auf der Straße, ist man schon am Fenster, hat Angst, guckt runter. Und das habe ich hier alles nicht. Ich habe so das Gefühl, ja, ich bin hier gut aufgehoben und bin sicher. Und in der Not kann ich mich mit meinen Nachbarn verständigen per Telefon. Das ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ich kann mal eben anrufen, wenn irgendwas ist. Wenn mal kleine Sachen nicht in Ordnung sind, gibt es einen Hausmeister. Da kann man Bescheid sagen, der kommt jeden Dienstag und dann wird es in Ordnung gebracht, also kleinere Sachen. Und sonstige Sachen kann ich unten bei den beiden Damen, die unten sind, auch melden. Und die kümmern sich, dass alles wieder so ist, wie man es gerne hätte. Oder auch einen Rat oder wenn man eine Frage hat irgendwie. Für die Zukunft wünsche ich mir, ja, dass ich noch lange ein bisschen aktiv sein kann und das so mitmachen kann und genießen kann, die schönen Dinge. Also das wünsche ich mir. Dann bin ich ganz zufrieden.